Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Gesprächsvideo auf diesem Kanal mit einem großartigen Gesprächsgast. Wer sich schon mal im Internet über Filme und Serien informiert hat, ist ganz sicher schon mal auf der Seite MoviePilot gelandet. Diese Seite hat auch eine YouTube-Präsenz und ich spreche heute mit deren Moderator. Ich begrüße Yves Arijevic. Hallo. Hallo, freut mich hier zu sein. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich stalke normalerweise meine Gäste und versuche sie hier, meinen Zuschauern, die sie eventuell nicht kennen, ein wenig adäquat vorzustellen. In deinem Fall bin ich aber überfordert, denn ich habe von dir Videos gefunden, die du für MoviePilot gemacht hast. Dann fand ich auf einem englischsprachigen Kanal namens New Trailer Buzz Material von dir. Und ich habe noch einen kleinen englischsprachigen Kanal gefunden namens Joseph Ari. Bitte erzähl mal den Zuschauern, die dich nicht kennen, wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Yves Arijevic, das ist sehr richtig. Mein zweiter Vorname ist Josef, deswegen der zweite Kanalname. Das war eigentlich ein Hobbykanal, mit dem ich angefangen habe. Ich bin zweisprachig groß geworden, habe eigentlich hobbymäßig damit zuerst angefangen und bin dann über Umwege an ein Praktikum gekommen in einer Filmredaktion hier in Berlin. Das waren damals noch Filmstarts, da habe ich noch, da war ich noch Teil des Autorenteams, aber nur im Praktikum. Und ja, dann ist eins zum anderen geworden und habe dann eine Follow-Stelle bekommen, Ausbildung zum Videoproducer und seit 2017 mache ich MoviePilot Video. Auf deinem Kanal hast du auch eine Kategorie, in der dir Zuschauer fragen können. Ich habe jetzt heute mal die Pole Position, dass ich dir ein paar Fragen direkt um die Ohren feiern darf und auch direkt Antwort bekomme. Bei mir ist das immer völlig wahllos. Also es geht jetzt hier nicht um richtig oder falsch, sondern einfach Dinge, wo ich es spannend fände, mal deine Ansicht zu hören. Fangen wir direkt an. Du darfst dir was wünschen. Du wirst es nicht kriegen, aber den Wunsch darfst du trotzdem äußern. Nämlich, ich werde, wenn ich im Internet suche, nirgendwo eine positive Kritik über Cloverfield 3 finden. Allerdings ist in einem Punkt der Film ja einzigartig. Das sind die Umstände seiner Veröffentlichung, dass beim Super Bowl auf einmal ein Trailer gedroppt wurde und am selben Abend der Film auf einmal auf Netflix erschien. Jetzt die Frage an dich gerichtet. Wenn es jetzt passieren könnte, dass irgendein Franchise, irgendeine Serie, irgendetwas, was du gerne magst, von jetzt auf gleich aus dem Nichts einen neuen Film, einen neuen Titel raushauen würde. Was würdest du dir wünschen? Was sollte das sein? Wow, das ist eine sehr gute Frage. Wow, aber es müsste natürlich auch gut sein. Also es dürfte jetzt nicht einfach nur ein Trailer sagen, es kommt jetzt auf Netflix und dann ist es wieder Quatsch. Boah, krass, ich bin ein wenig überfordert mit der Frage. Weißt du, was ich sage? Ich sag trotzdem wieder Cloverfield. Weil ich finde, das passt einfach zu deren Marketing so krass. Ich finde so, die Hälfte dieses Franchises lebt eigentlich davon, dass wir nie wissen, was kommt. Dass wir nie wissen, was uns erwartet. Und deswegen, ich mochte diesen Twilight Zone Outer Limits mäßigen Charakter. Das bedeutet, es darf ruhig Hit und Miss sein. Es darf ruhig schlechte Filme und gute Filme geben. Weil wir hatten eigentlich, ursprünglich war das als so eine Anthology-Reihe geplant. Erst der dritte Film hatte das Bedürfnis, so eine krasse Connectivity zu erschaffen. Wenn man sich davon wegbewegt, hätte ich eigentlich gar kein Problem, dass man damit weitermacht. Dann eine Frage, die ich eigentlich, ich sag mal, nicht langweilig finde, aber sie ist im Moment hochgradig aktuell. Oh. Und zwar aus aktuellen Anlässen, nämlich Netflix hat ja die Besonderheit, dass sie ihre neuen Sachen in der Regel direkt am Stück rausballert, während andere Streaming-Dienste in der Regel die Sachen wöchentlich veröffentlicht. Mhm. Und jetzt ist es aus zwei Gründen ganz interessant, weil ich gestern gelesen habe, dass Netflix jetzt auch eine Serie, die demnächst kommt, auf wöchentlich schalten wird. Und deswegen ist es so aktuell, das Thema WandaVision. Bei WandaVision war es ja so, dass die Folgen wöchentlich veröffentlicht wurden und zwischen den Folgen extreme Diskussionen, Annahmen, Erwartungen und so weiter stattgefunden haben, die dann dazu führten, dass die Serie so mit Erwartungen noch und nöcher überhöht wurde, die sie dann am Schluss gar nicht erfüllen konnte. Wohingegen ich jemand anders wahrnahm, der sagte, ja, ich habe es am Stück geguckt, ich habe mir überhaupt keine Fragen gestellt. Also die Wahrnehmung ist komplett auseinandergedriftet. Deswegen meine Frage in deine Richtung. Was bevorzugst du oder wo siehst du Vor- oder Nachteile bei komplettem Veröffentlichen am Stück beziehungsweise wöchentlichem? Ich finde, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich bin sowohl ein Fan davon, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine neue Staffel Cobra Kai kriege, dann gucke ich die auch teilweise an einem Tag durch. Ich weiß, sagt mir immer, ich teile mir das portioniert ein, das stimmt aber nie. Die letzte Staffel habe ich wirklich direkt am Stück geguckt und war auch total begeistert. Und ich mag das auch, weil diese Warterei kann einen schon manchmal verrückt machen. Aber ich finde gerade im Bereich Mystery und gerade im Bereich Serien mit Cliffhangern
Hat es auch was Schönes, Woche für Woche dieses Erlebnis zu haben und sich einfach zu überlegen, wie kann das denn weitergehen? Ich weiß gerade, Fantasy, nicht Fantasy, Mystery-Serien sind prädestiniert dazu, dass Leute Theorien aufstellen. Und deswegen finde ich es auch vollkommen fair. Und ob die jetzt nun alle erfüllt werden, alle Wünsche erfüllt werden und ob man dann eventuell eine andere Erwartungshaltung hat, das ist Fluch und Segen von jeder Mystery-Serie. Ich finde, das kann man den Fans nicht allein vorwerfen. Ich bin generell nicht so ein Fan davon, immer Fans zu bashen. Aber ich finde es sowohl als auch. Also wir Fans, wir sind schuldig, weil wir in alles etwas reininterpretieren. Aber die Serie weiß, gerade WandaVision, wusste ganz genau, dass sie mit uns spielt. Also ich sage einfach nur Stichwort Evan Peters, mehr muss ich dazu nicht sagen. Das war ein ganz kalkulierter Move. Und der war, dass man danach nicht anfängt zu spekulieren. Komm schon. Wir bekommen zum Jahresende einen neuen Spider-Man-Film, in dem laut Ankündigung Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland auftreten werden. Jetzt meine ich, auf ein Video geklickt zu haben, in dem du sagtest, dass Tobey Maguire dein einzig wahrer Spider-Man ist. Ich hoffe, ich habe mir das richtig notiert. Auf der Und wenn Kinoleinwand. ja, Auf der Kinoleinwand, warum? ja. Das sage ich dir, er ist nicht mein einziger Spider-Man überhaupt und er ist auch nicht mein einziger Spider-Man auf der Kinoleinwand, er ist mein einziger Spider-Man Live-Action-mäßig. Also von den drei Interpretationen, die wir haben, Andrew Garfield, Tom Holland und Tobey Maguire, ist das für mich der einzige. Und das liegt einfach daran, weil ich finde gerade, und ich mag das MCU, es ist aber so witzig, wenn man irgendwie ein kritisches Wort äußert, dann wird einem schnell unterstellt, dass man das MCU nicht mag oder sonst was. Ich mag, stimmt gar nicht. Ich mag das MCU eigentlich extrem gerne für das, was es ist. Ich finde Tom Hollands Interpretation von Spider-Man, er selbst ist ein toller Schauspieler, passt auch super in die Rolle vom Alter. Er ist für mich nicht Peter Parker, weil Peter Parker ist ein Charakter und Peter Parker ist der Underdog und Peter Parker ist eine Figur, die mit Doppelidentitäten kämpft und Alltagsprobleme hat und Geldsorgen hat und aus großer Macht folgt große Verantwortung und all dieses Mantra, das fehlt alles bei Tom Holland. Tom Holland hat einen tollen Anzug, mit dem er schwingen kann und den hat ihm Tony Stark gemacht. Und Tom Hollands Motivation ist es, Tony Stark zu beeindrucken. Und wenn es mal Geldprobleme gibt, rate, wer da ist, Tony Stark. Und wer sind die Bösewichte? Alte Gegner von Tony Stark. Ja, das ist mein gigantisches Problem. Und Andrew Garfield war mir ein wenig zu cool für den Außenseiter. Ich fand, Andrew Garfield war ein guter Spider-Man, kein guter Peter Parker. Wo wir gerade das MCU schon gestreift haben, wir haben ja jetzt aktuell durch die Kinopause, wie auch immer man es nennen will, keine neuen MCU-Filme. Gleichzeitig wird das Thema MCU aber quasi unterfüttert durch die Serien, die jetzt auf Disney Plus laufen. Das heißt zuletzt WandaVision, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Falcon and Winter Soldier und ab demnächst Loki. Frage, wenn ich jetzt als reiner Kinogänger davor stehe und mich fragen muss, kann ich künftig, wenn es dann überhaupt möglich ist, so einen weiteren MCU-Film im Kino schauen oder muss ich jetzt die Serien schauen, um da noch ordentlich zurechtzufinden? Ist diese Unterfütterung mit Serien hilfreich oder ist die eher hinderlich für diejenigen, die den Fokus aufs Kino legen? Schwer, das ist wirklich schwer. Ich glaube schon, dass diese ganzen Disney Plus Serien, ich meine, bis dato hat man mal ganz klar probiert, die Serien zu trennen vom Kino. Ich meine, es gab schon sowas wie Agents of Shield und das konntest du auch getrost nicht gucken. Es gab auch die Netflix-Serien, die ich, also gerade Daredevil und The Punisher, die mochte ich sehr gerne. Die gehören ja eigentlich grob auch in dieses Universum rein, sehr grob, mit minimalen Anspielungen, aber die konntest du auch grob weglassen oder das MCU weglassen und nur diese Serien gucken. Und es hat funktioniert. Ich glaube nicht, dass das weiterhin so funktionieren wird durch Serien wie WandaVision und Falcon and the Winter Soldier und Loki und was nicht noch alles kommt. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, dass die wirklich wie Filme sind und auch wie Filme gezählt werden. Kevin Feige hat auch genau das gesagt. Wie ich dazu stehe, ist es problematisch auf der einen Seite, weil klar, Leute müssen jetzt auch noch Serien gucken und müssen auch noch auf einem Streaming-Service Serien gucken, um Schritt zu halten. Ist natürlich irgendwo doof. Auf der anderen Seite, gerade bei WandaVision war ich dann so überrascht, wie
clever sie ausgerechnet auch dieses Serienformat benutzt haben. WandaVision hätte nicht so auf der Kinoleinwand funktioniert, wie es als TV-Serie funktioniert. Das ist wirklich, es ist sehr metamäßig, wie gut das funktioniert als TV-Serie. Bei Falcon and the Winter Soldier, ich habe bisher nur die erste Episode gesehen und war gerade nach WandaVision etwas ernüchtert. Und ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, wenn man so eine steile Vorlage gibt und wirklich in eine neue kreative Richtung geht wie WandaVision, kann man eigentlich nicht zurück. Business as usual. Es reicht nicht nach einem Film, der nur mal Endgame hieß. Eine generelle Frage, die ich jedem stelle: Wie ist dein Standpunkt zur Synchronisation? Muss es original sein oder darf es auch deutsche Fassung sein? Es ist so, ich habe jetzt einen Gewissenskonflikt, okay? Eine sehr gute Freundin von mir ist Synchronsprecherin und sie macht einen fantastischen Job. Meine Güte, was sie mit ihrer Stimme machen kann, alle Achtung. Und ich habe davor wahnsinnig Respekt. Und gerade in Deutschland haben wir auch unfassbar starke Synchronstimmen. Nichtsdestotrotz, ich gucke alles im OV. Ich gucke wirklich alles im OV. Und also gut, ich habe als Kind sowieso immer also alle deutschen Sachen auf Deutsch geguckt, alle englischen Sachen auf Englisch geguckt. Und ich finde trotz allem, wenn ich einen Film bewerte und gerade eine schauspielerische Performance bewerte, zählt die Stimme nun mal dazu. Weißt du, viele, wenn sie darüber sprechen, wie lange Heath Ledger an seiner Joker-Stimme gearbeitet hat, dann kann ich mir nicht die Synchronstimme anhören und sagen, boah, das hat Heath Ledger echt gut gemacht. Aus dem Kopf, was war der letzte Film, den du geschaut hast, der dir wirklich gut gefallen hat und der freiständig war, nicht Teil eines Franchises oder auf Fortsetzung ausgelegt? Ich mochte ja Tenet, aber ich will was Besseres finden als Tenet. Und deswegen sage ich The Lighthouse. Okay. The Lighthouse fand ich wirklich unfassbar stark. Unfassbar stark. Wenn du einen Film anschaust, schaust du aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, den professionellen Filmkritiker und auch den privaten, oder fließt das so gängig ineinander? Weiß nicht mal, was ein professioneller Filmkritiker sein soll. Weil ich glaube, es ist trotzdem alles sehr subjektiv, was wir machen. Aber ja, ich ertappe mich schon manchmal dabei, wie ich während des Guckens so eine kleine Checkliste im Kopf habe. So, ich kann das nicht immer ausstellen, weshalb ich Filme generell beim zweiten Mal gucken, nachdem ich ein Video dazu veröffentlicht habe, mehr genieße. Wirklich mehr genieße, weil beim ersten Mal, ich kann trotzdem meinen Spaß haben und auch wenn ich irgendwie in einer Pressevorstellung bin oder so, kann ich auch meinen Spaß damit haben. Aber man achtet auf andere Sachen. Man achtet auch wirklich, es gibt bestimmte Momente, wo du sagst, ich will genau auch das zitieren in meinem Review oder genau das gehört da jetzt rein und oh, das sind Punkte, die darf ich definitiv nicht außer Acht lassen. Aber das Vergnügen eines Films wird mir dadurch nicht genommen, auf keinen Fall. Wie beeinflussen dich die Umstände beim Anschauen? Zum Beispiel, also wenn du ins Kino gehst, eine Pressevorführung kontra einem normalen Kinogang. Gibt es da Unterschiede? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also erst recht, ich gehe eigentlich so gut wie in jede Pressevorführung mit meinem sehr, sehr guten Freund und Kollegen Sebastian von Filmstarts. Und da wir bevor das alles losging, diese komische Welt, in der wir jetzt gerade leben, sowieso pro Woche so einmal ins Kino gegangen sind, auch abseits von der Arbeit, ist es das gleiche Gefühl. Wir sitzen mit einem Getränk da, sitzen nebeneinander und freuen uns, jetzt einen Kinofilm zu schauen und quatschen dann danach direkt darüber, wie wir den fanden. Und deswegen ist es sehr ähnlich. Es ist wirklich sehr ähnlich. Natürlich ist es, ich sag mal so, es ist cooler, in eine Premiere zu gehen, voll mit Fans von irgendeinem großen Franchise-Film, mit wirklich ganz großen Fans und deren Reaktion zu sehen. Das ist etwas, was keine Pressevorführung auch nur irgendwie erreichen kann. Und das ist auch, es hat diesen Hype-Charakter. Und da lässt man sich, selbst wenn man selber kein großer Fan ist, aber da lässt man sich so ein bisschen mitreißen, wenn man irgendwie drin ist und es kommt so ein ikonischer Moment und es ist genau das, was die Fans sehen wollen. Und die sind dann alle happy und sitzt im Kino und man hört irgendwie ein paar Leute kurz kreischen oder klatschen, dann hat das was. Wie definierst du einen Spoiler? Oh. Ja, das sage ich gar nicht schwer. Ein Spoiler ist für mich alles, was über die grobe Plot-Synopsis, die ohnehin schon bekannt gegeben wurde, in Trailern und Marketing hinausgeht. Okay. Also, es gibt generell Plot-Synopsis, die
die öffentlich zugänglich ist, überall. Und das sind auch die spoilerfreien, wenn ich dir sage, worum geht es in Iron Man? Und ich sage, es geht um einen reichen Waffenhändler namens Tony Stark, der lernt, sich zu verändern und zu einem Superhelden namens Iron Man wird, ist das kein Spoiler. Das ist die Rahmenhandlung des Films. Und wenn ich aber wirklich auf Details eingehe und eventuell, wer stirbt nicht oder was sind die Twists und Turns im Film und das sind Spoiler. Aber alles, was im Trailer zu sehen ist, ist eigentlich Fair Game. Und manchmal gibt es Trailer, die viel zu viel erzählen und viel zu viele Spoiler raushauen. Aber dann sage ich, da hat das Marketing leider versagt. So, es gibt wirklich Trailer, erst recht, ich habe so ein paar Beispiele, die witzigsten, da sage ich den Leuten, schaut euch diese Trailer nicht an. Ich glaube, der zeitloseste Klassiker war der Trailer von Terminator Genesis. Aber jetzt ganz aktuelles Beispiel. Gestern ist ein Trailer rausgekommen zu Godzilla vs. Kong, womit im Moment sowieso gefühlt täglich neuer Trailer kommt und das Internet überflutet wird. Und im neuen Trailer wurde jetzt definitiv Mechagodzilla gezeigt. Ist das Das ist Spoiler. eigentlich... Das ist Spoiler. Und das hat mir gestern ein Kollege gezeigt. Da habe ich mir gesagt, wieso packen die das in den Trailer? Also, aber ich bleib dabei. Das zeitloseste Beispiel ist für mich noch schlimmer als. Guck mal, Terminator Genesis, am Ende war der Film eh nicht gut. Aber für mich ist ein zeitloses Beispiel. Also wirklich, das ist das krasseste Beispiel für einen Trailer, der wirklich alles verrät. Castaway? Castaway? Verrät ihr, dass er es von der Insel schafft? Und nicht nur das, dass seine Frau mittlerweile einen neuen Partner hat. So, es ist alles im Wow. Ja. Wir haben im Moment Star Wars aus dem Kino nicht direkt verbannt, aber Star Wars ist im Moment dann doch eher auf den Seriensektor abgewandert und wird dort entsprechend von Disney Plus jetzt, ich sag, ausgeschlachtet. Und es wurde ja da bei der letzten Präsentation eine große Front an Star Wars Produkten angekündigt. Meine Frage, wo siehst du die Gefahr, ab wann könnte das nicht mehr cool werden, sondern nur noch ein Überdruss einsetzen? Sind die schon an dem Punkt? Gehen sie in die Richtung? Könnte das passieren oder sind Fans da so dankbar für alles, was sie erhalten? Ich denke, generell, wenn wir von Überdruss sprechen, Leute sind sich selten etwas überdrüssig, solange es gut ist und sie unterhält. Ich fand es so witzig, als wie Marvel hat zu den höchsten Phasen dieses MCUs, glaube ich, drei Filme pro Jahr rausgehauen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, die haben wirklich drei Kommt Filme pro hin. Jahr. Ich glaube, Thor 3, Black Panther und Infinity War, glaube ich, kamen alle im gleichen Jahr. Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber auf jeden Fall waren es immer drei Filme pro Jahr, was echt viel ist, okay? Und die waren Box-Office-Erfolge, die Fans haben die geliebt, die generellen Kritiker haben die geliebt, das ist wirklich durch die Decke gegangen als Blockbuster-Spaß, okay? Und Star Wars hat nicht mal annähernd so viele Filme produziert, wurde aber nicht so positiv aufgenommen von einem nicht kleinen Teil der Fans. Und dann hat man von Star Wars Fatigue gesprochen. Ich glaube, es war nicht Fatigue. Ich glaube, es war Fatigue von schlechten Filmen. Also, die hatten einfach. Es ist nicht so, dass sie weniger Star Wars wollten. Es ist, dass sie weniger dieses Star Wars wollten, weil dieses Star Wars ihnen nicht gefällt. Und ich glaube, wenn die Qualität da gewesen wäre und man wirklich einen Hit nach dem anderen rausgehauen hätte, hätte man dieses Wort im Leben nicht in den Mund genommen. Star Wars Fatigue. Und so ähnlich sehe ich das jetzt bei den Serien. Ich weiß, alles wird generell ausgeschlachtet und das ist nun mal Fluch und Segen eines Franchises. Alles muss zig Spin-offs und Prequels und Sequels und hast du nicht gesehen kriegen. Ich bin nicht generell dagegen. Ich frage mich schon häufiger, okay, aber wo sind denn die originellen Ideen? Nichtsdestotrotz sage ich mir dann aber auch, aber wenn es gut ist, warum nicht? Und wenn die Serien gut sind, glaube ich, wird keiner von Fatigue sprechen. Und wenn die Serien nicht gemocht werden, wird das die Generalsausrede sein, warum Star Wars Leute langweilt. Nein, Star Wars langweilt Leute, glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass Leuten bestimmte Sachen nicht gefallen. Jetzt würde ich am liebsten noch irgend so einen Seitenhieb in Richtung Episode 8 Ach unterbringen, um Quatsch. einen lieben Kollegen von dir zu triggern, aber habe ich gerade nichts Nein, vorbereitet. nein, nein, das Witzige ist auch, das ist ja nicht nur das. Also, guck mal, zum Beispiel bei Marvel würde ich jetzt verstehen, wenn Leute von Fatigue sprechen. Das würde ich eher verstehen, weil Marvel hat in
Was, 2008 haben die mit Iron Man angefangen? Richtig. 2008. Wir haben 2021. Und in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit, haben sie fast so viele Filme rausgehauen, wie es James Bond-Filme gibt. Da verstehe ich, wenn Leute sagen, ich habe die Marvel. Da hatte ich die Marvel-Fatigue. Nach Endgame habe ich gesagt, ihr habt euren Schluss gefunden, das habt ihr echt schön gemacht. Das kann nicht jeder. Alle Achtung, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wirklich unfassbar. Aber ich muss jetzt nicht weiter gucken. Und dann kam WandaVision, ich so gerne Falcon and the Winter Soldier und viele andere Projekte. Auch Thor 4, ich mag Taika Waititi, ich mag Thor 3. Aber ich so, brauche ich jetzt ehrlich gesagt, für mich persönlich, hätte ich den Film nicht mehr gebraucht. Also nach Endgame. Und das ist eher so eine Fatigue-Einstellung. Da bin ich so nach dem Motto, mal gucken, mal gucken. Anstatt ich will es sehen, ist eher so, mal gucken, ich gebe der Sache eine Chance. Ja, ich glaube, das Problem wird die Geduld sein, wenn man bedenkt, dass hier eine Geschichte und Figuren über einen Zeitraum von 12 Jahren aufgebaut würden. Und wenn jetzt eine ganze neue Handlung mit neuen Charakteren und so weiter aufbaut, wo man sagt, in 6 Jahren kriegt man dann da den nächsten Teil oder den nächsten großen Bösewicht. Es hat jetzt keiner Lust, sich 6 Jahre lang darauf hinzuwarten mit so ein paar wenigen Filmen im Jahr. Aber das ist nur meine These. Generell wurde gestern, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bekannt gegeben, dass passend zum MCU Black Widow direkt zu Disney Plus wandern wird mit Aufpreis. Generelle Frage: Kehren Zuschauer, wenn Kinos irgendwie mal wieder gesichert öffnen können, kehren die zurück? Oder haben die, wie zum Beispiel bei Soul, so viel Freude am Thema Streaming entdeckt? Wie beurteilst du dieses Konzept der Heimkinopremiere, wie es jetzt zum Beispiel bei Black Widow angewandt wird? Ich denke nach wie vor, dass wenn die Kinos auf hätten und das alles wieder so möglich wäre, wie es mal war, dass die Kinos sich trotzdem füllen würden. Weil Kinos sind trotzdem ein soziales Event, das du nicht ersetzen kannst, glaube ich. Also es ist so wie, nicht, der Vergleich hinkt ein wenig, aber es hat was mit dem Theaterbesuch sehr eher. Also es hat Parallelen. Man geht mit Leuten und erlebt etwas zusammen. Und auch dieses, also ich persönlich liebe das Kinoerlebnis und würde es durch nichts ersetzen wollen. Und ich verstehe es, dass jetzt viele Premieren auf Streaming-Services stattfinden, weil wie soll es denn auch anders gehen zurzeit? Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass auf lange, lange, lange Sicht, dass das Kino komplett ersetzen wird, wenn die Kinos mal wieder offen haben. Glaub ich wirklich nicht. Klar, Leute freuen sich und sagen, oh mein Gott, auf meinem kleinen Streaming-Service habe ich jetzt so eine Heimpremiere. Aber ich glaube, die freuen sich auf neuen Content, genauso wie sie sich darüber freuen würden, wenn jetzt Netflix eine neue Serie raushauen würde. Und klar, freuen sie sich, dass ein Marvel-Blockbuster feiert jetzt eine Premiere in meinem Wohnzimmer. Cool. Ich glaube aber trotzdem, dass der Hype und das generell auch das Vergnügen ein ganz anderes wäre, wenn man sagen würde, oh Gott, der nächste große Blockbuster hat jetzt Premiere, ich schnapp mir meine ganzen besten Freunde und wir flitzen ins Kino und erleben das zusammen. Ich glaube, dass da das Kino trotzdem einfach von der Idee her die Nase vorn hat. Was würdest du bevorzugen? Ich ahne deine Antwort, aber ich bin gespannt, wie du sie begründest, bei dem Folgenden. Auf der einen Seite einen, sagen wir mal, modernen Horrorfilm, der mit einem digitalen Effekt, Bluteffekt, wie auch immer, daherkommt. Auf der anderen Seite so einen Film aus den 80er Jahren, man nehme zum Beispiel The Thing oder so, wo alles noch von Hand gemacht wurde, als Effekt zu erkennen ist, aber eben so eine ganz andere Entstehungsweise. Also, was bevorzugst du? Was sagt der Yves da wohl? ganz klar, praktische Effekte. Ganz klar, praktische Effekte. Ich finde nach wie vor dieser Überdruss an CGI. Es sieht einfach nie so gut aus wie handgemacht. Ich glaube, man kriegt auch nicht die Performances von Schauspielern raus, wenn sie auf den Tennisball gucken müssen und denen gesagt wird: Oh, da bewegt sich gerade ein Monster. Weißt, es ist cool, dass du The Thing gerade erwähnt hast. Das ist auch einer meiner Lieblingshorrorfilme ever. Und wer den nicht gesehen hat, gerade die jüngeren Zuschauer und die ganze Generation Marvel Blockbuster und so weiter, schaut euch The Thing an. Es lohnt sich. Nichts für schwache Nerven. Man hat dem Cast diese praktischen Effekte vorher nicht gezeigt. Und als sie das gesehen haben, was sie dort gebaut haben in ihrer Teufelswerkstatt, wurde denen richtig schlecht. Und das sieht man in der Performance.
Und sowas kriegst du nicht durch CGI. Und es hat halt auch, da ist eine Bewegung drin, da ist was Organisches drin und das macht es umso ekliger. Und deswegen praktische Effekte all the way, baby. Also immer, auch wenn es um Action geht. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ich glaube, das sind jetzt nicht irgendwie alteingesessene 80s-Fans und so weiter. Nein, ich glaube, im Gesamten wissen Leute ganz genau, wenn sie etwas sehen, das wirklich passiert. Und etwas, was nicht da ist. Was sonst erklärt den Hype um Mad Max Fury Road? Was sonst erklärt den Hype für die John Wick-Filme? Es ist nicht die Story. Es ist definitiv nicht die Story. Es ist die Tatsache, dass wir hier unfassbare Kampfchoreografien haben, die wirklich einfach nur sich echt anfühlen. Und wir haben einen Keanu Reeves in Bestform, der ein großer Stunt hat. Warum lieben wir die Mission Impossible-Filme? Nicht wegen der Story. So. Und und man sieht ja auch, es lohnt sich. Die Mission Impossible-Filme sind ja auch Box-Office-Hits. Und die John Wick-Filme sind Box-Office-Hits. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man dort eher wieder in die Richtung geht, weil wenn ich sehe, wie Tom Cruise aus dem Flugzeug springt oder wie er am Burj Khalifa Tower hängt, kriege ich nasse Hände. Als jemand, der krasse Höhenangst hat, ich kriege wirklich nasse Hände. Wenn Thor in Avengers 35 was auf die Mütze kriegt und irgendwie runterfällt, lässt mich das kalt. Ich so, ja, das ist gerade nicht mal Chris Hemsworth, das ist ein animierter Chris Hemsworth in einem animierten Umfeld. Das ist nicht das Gleiche. Wir hatten Sequels von etablierten Marken. Ich nenne jetzt vor allem Terminator und Halloween, die nicht die Serie fortgesetzt haben, sondern an einem bestimmten Punkt alternativ angesetzt haben. Wüsstest du irgendein Franchise oder irgendeine Serie, wo du dir vielleicht so ein alternatives Sequel noch vorstellen könntest, wo es vielleicht nützen würde? Oder wie findest du dieses Prinzip generell? Das Prinzip finde ich spannend. Also ich sag mal so, ich find's witzig, dass du auch direkt auf die, also du hast auch zwei Beispiele benutzt, die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten. Du hast Okay. Terminator benutzt und du hast Halloween benutzt. Und bei Terminator wurde beim ersten Mal, wo bestimmte Filme ignoriert worden sind, das sogar in die Handlung mit eingebaut. Das heißt, man ist durch die Zeit gereist und hat die guten Terminator-Filme kaputt gemacht in Terminator Genesis. Terminator Dark Fate ist, glaube ich, eher das Beispiel, dass das hier zutrifft, wo man sagt, wir ignorieren Terminator 3, Terminator 4 und Terminator 5 und machen weiter nach Terminator 2. Ich glaube, das ist, ja, also ich fand den Film furchtbar. Aber zum Beispiel bei Halloween fand ich es eigentlich ganz gut. Das Lustige ist aber, Halloween ist hier auch nochmal gerade für dieses Beispiel, das ist ein ganz besonderer Fall, weil Halloween hatte schon immer eine kaputte Kontinuität. Halloween hat mit Teil 3 einen Film erschaffen, in dem Laurie Strode und Michael Myers fiktiv sind und sich das Leute angucken, weil der Plot hat sich um eine geheime Secret Society gedreht, die mit Hilfe von Stonehenge Hexerei wieder in die Welt bringen wollen und das tun sie, indem sie Kinder opfern mit Masken. So, also es war komplett Banane. Also dieser Plot ist fantastisch. Guckt euch Halloween Season of the Witch an. Und Halloween ist eine Reihe, die sich eh ständig leugnet und rebootet. Und in Horrorfilmen ist das häufig der Fall. Ich finde es bei Halloween aber okay, dass sie immer wieder die Notbremse ziehen, wenn es zu bescheuert wird. Du kannst, also ich weiß nicht, wie dir das geht. Deswegen, ich weiß, du stellst mir hier viele Fragen, aber ich glaube, ich muss dir auch eine Frage stellen. Mach mal. Und zwar, für mich sind die besten Halloween-Filme, die in denen Michael Myers einfach nur so ein, kein Filmmonster ist, sondern ein Stalker. Ein richtig gruseliger Stalker. Er ist für mich auch kein Jason Voorhees, der einfach nur rumrennt und Leute abschlachtet. Er ist gruseliger, weil er dich stalkt und du das Gefühl hast, das könnte ein Typ sein aus der Nachbarschaft. Das macht ihn so gruselig und dass er dann auch nicht redet und so weiter. Und die späteren Filme in der originalen, in der zweiten Kontinuität, haben dann irgendwann noch so einen Fantasy-Aspekt mit reingebracht. Den fand ich immer
Mistig, der hat überhaupt nicht gepasst. Wie geht dir das denn? Wie findest du das denn? Ich hatte mal einen Lehrer, der erklärt hat in Philosophie, wie der erste Halloween-Film funktioniert, nämlich der arbeitet mit dieser Urangst, du gehst durch einen dunklen Keller und hast Angst, da könnte jemand sein. Und gerade der erste hatte sehr viele Szenen, wo jemand sich in der Küche bewegt oder sonstiges und der steht einfach nur im Hintergrund und schaut und ist immer verschwunden, wenn einer hinguckt. Das heißt, der greift genau dieses an und der berührt dieses ungewisse Gefühl, es könnte ja jemand hier sein. Ergänzt mit der Sache, es ist jemand da und der greift irgendwann ganz unvermittelt zu, weil wenn du den ersten schaust, irgendwann greift er an, du weißt aber nicht wann und er könnte auch ein paar Mal vorher angreifen. Und das ist jetzt der Aspekt, den ich an Michael Myers extrem interessant fand. Generell hat die Halloween-Reihe für mich in erster Linie über Jamie Lee Curtis funktioniert, weil ich hier eine Figur über die Jahre immer wieder gesehen habe, wo ich die Folgen von vorherigen gesehen habe. Also für mich ist Halloween eigentlich primär auf die Figur Laurie Strode ausgerichtet und weniger auf Michael Myers irgendwie. Ja, wie gesagt, und gerade deswegen fand ich dieses Sequel-Remake von 2018 war das, fand ich gut. Weil, also wie mit Laurie Strode umgegangen wurde in Halloween Resurrection, fand ich katastrophal. H20, den fand ich damals eigentlich ganz nett. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin einfach generell kein Fan auf Teufel komm raus, ein Remake zu machen und auf Teufel komm raus, die Kontinuität irgendwie links liegen zu lassen. Aber ich finde, in der Reihe Halloween ist ein Beispiel dafür, wie man es richtig macht. Letzten Sommer hatten wir noch mal eine Phase so von August bis Oktober, wo Kinos geöffnet waren unter Auflagen, unter Sicherheitsbedingungen, wie auch immer. Hast du in dieser Zeit Kinogänge anders wahrgenommen, anders erlebt oder war es eigentlich alles wie immer? Ich war tatsächlich in meiner Freizeit da nur ein einziges Mal im Kino und ansonsten, ich glaube, zweimal für die Arbeit. Und diese Presseverführung, die waren halt extrem leer. Also das ist einem schon aufgefallen. Da waren wirklich teilweise mehrere Reihen komplett leer. Das hatte ich bei New Mutants. Und bei Tenet war ich in einer regulären Vorstellung. Und ja, natürlich ist einem das aufgefallen, wenn man da im Foyer eine Maske trägt und die erst am Platz entfernt und so weiter. Nee, ich fand, natürlich war einem dann diese Realität bewusst, aber es war immer noch ein schönes Kinoerlebnis. Also, wenn die Frage ist, ob es mir irgendwie das Kinoerlebnis kaputt gemacht hat, dann nein. Und ich glaube, Leute waren auch gerade bei Tenet so heiß, wieder nach dieser langen, langen Pause mal ins Kino gehen zu können, sowas so zu erleben, wie ich davor schon beschrieben habe. Und ich glaube, es hat sich definitiv gelohnt. Ich meine, der Film war letztendlich aufgrund aller Bedingungen und so weiter kein Kassenschlager, was schade ist. Aber generell war ja das Feedback sehr positiv. Ich vermisse auch extremst, ich vermisse extremst Restaurants. Ich kann es nicht anders sagen. Ich gehe extrem gerne in Restaurants. Und es gibt so Restaurants, die ich jetzt auch zur Zeit so hart supporte, wie ich kann, indem ich sehr, sehr viel Takeaway nehme und so weiter, damit ich weiß, dass ich zumindest dazu beitrage, dass sie diese Phase irgendwie überleben, weil mir das voll wichtig ist. Und ja, mit Kinos ist es. Ich verstehe es. Ganz am Anfang war ich auch so, will ich jetzt überhaupt ins Kino gehen und so weiter? Und dann habe ich mir angeschaut und ich finde, die hatten schon sehr vernünftige Hygienekonzepte und dann dachte ich mir, ich will, ja. Letzten Sommer, als die Kinos dann so temporär geöffnet waren, lief wahnsinnig viel Werbung. Der Fokus wurde aber nicht auf die aktuell laufenden kleinen Titel gelegt, sondern du bekamst permanent Werbung für Top Gun, für andere große Titel, die zu dem Zeitpunkt noch absolut unerreichbar waren. Wie würdest du diese Werbestrategie kommentieren, eher mit dem zu locken, was vielleicht irgendwann mal kommt, anstatt gerade in dieser Phase aktuelle Titel irgendwie zu betonen? Schwer. Ich verstehe schon, man möchte Leuten auch so ein bisschen was anteasern, was versprochen wurde. Und man ist ja auch. Ich weiß nicht, wie da die richtige Strategie ist, weil viele Filme werden ja nach und nach immer noch verschoben und immer noch verschoben. Und wir wissen nicht, wann sie kommen und so weiter. Aber ich glaube, dass da immer von Termin zu Termin gedacht wurde. Und ich glaube, dass viele Leute schon irgendwie andere Hoffnungen hatten, andere Erwartungen hatten und auch nicht wussten, wie sich die Lage entwickelt und davon ausgegangen sind, dass wir Filme
früher kriegen, als wir die dann letztendlich bekommen haben. Manche haben wir immer noch nicht bekommen und deswegen finde ich das nicht schlimm. Aber auf der anderen Seite, was ich cool finde, ich habe es leider nicht genutzt, dass manche Kinos einfach nochmal Klassiker und Retrofilme zurückgebracht haben. Und das ist eigentlich so ein richtig tolles Erlebnis. Also wenn man mal so einen Film, den man kennt von zu Hause oder mit dem man groß geworden ist, so richtige Kultfilme, wenn man die nochmal auf einer Kinoleinwand sieht, das geht, glaube ich, so zum Kernthema zurück, das wir davor hatten. Das ist so ein Beweis dafür, dass ein Kinobesuch einfach unersetzbar ist. Ich war damals bei der Back to the Future Night. 2015 muss es gewesen Genau. sein. Es war ja dann das Datum, zu dem Marty und Dr. Emmett Brown in Teil 2 gereist sind. Als wir dieses Datum tatsächlich erreicht haben in unserer Welt hier, gab es die Night. Und das war der Wahnsinn. Wir kennen alle diese Filme auswendig. Und wir wissen, wann welcher Gag kommt. Und wir wissen, wann welche Spannungsszene kommt. Und es ist so egal. Man reagiert ganz anders darauf. Und das auf einer Leinwand zu sehen, war unbeschreiblich. Disney hat angekündigt, dass sie ihren Fokus künftig vorrangig auf Disney Plus setzen und auch weniger ins Kino bringen. Ist das fürs Kino gut, weil dann weniger von diesen dicken Blockbustern starten? Oder wird da mit dem Kino gerade so das einträglichste, die dicksten Filme, wenn die denen so ein wenig entzogen? Wie würdest du das sehen? Naja, wir wissen nicht, ob das die Strategie ist, die sie jetzt einfach fahren, solange diese Welt gerade so ausschaut, wie sie ist, und sobald alles wieder okay ist, dass sie doch alles ins Kino bringen. Das weiß ich nicht. Ich sag's mal so, ich glaube, es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch für kleinere Filme im Kino. Ich glaube, ja, wenn wir Leute davon sprechen, dass irgendwie Marvel sehr, sehr viele andere Filme aus dem Kino verdrängt, das unterstütze ich nicht zu 100%. Ich unterstütze es in der Hinsicht, dass vielleicht die Konkurrenz an anderen großen Blockbustern darunter leidet. Aber kleinere Filme und Thriller und Charakterdramen und so weiter und so fort und auch sowas, wie ich davor erwähnt habe, The Lighthouse, das ist keine Konkurrenz zu einem Marvel-Film. Das sind zwei so unterschiedliche Paar Schuhe. Ich sehe sowas wie das DCEU ist vielleicht im gleichen Konkurrenzkampf. Aber das sehe ich nicht bei solchen Filmen wie Ford versus Ferrari. Und deswegen, ich glaube, der Platz ist da und man sieht es ja gerade in den letzten Jahren, gab es immer wieder auch wirklich viele Filme abseits dieser ganz großen Blockbuster, die gelobt wurden, geliebt wurden und auch wirklich dann später im Home Release zu richtigen Erfolgsstories wurden. Und die muss man einfach auch auf dem Schirm haben. Das ist so ein bisschen das Ding. Die muss man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber die gibt es da draußen und die sind nach wie vor klasse. Und wer glaubt, dass es wirklich nur das gibt und wirklich nur Superheldenbombast und so weiter, der irrt sich. Wir haben schon zweimal im Vorfeld telefoniert Richtig. und bei einem Telefonat hast du einen Satz gesagt, den habe ich vergessen mir aufzuschreiben und auf den möchte ich dich nur kurz festnageln. Oh Und zwar je, oh je. Ich hasse es, hattest du mit Zahlen gesagt, konfrontiert zu werden. hattest du gesagt, du hast den Eindruck, dass alte Filmcharaktere gerne zurückgeholt werden, um sie in neueren Versionen etwas unsympathisch erscheinen zu lassen, damit neue das Ganze übernehmen. Habe ich das jetzt noch so richtig im Kopf? Kannst du mir das bitte noch mal kommentieren? Ja, ich glaube, der Satz war, man lockt alte Fans ins Kinos. In die Kinos mit ihren Lieblingsfiguren und Helden und Idolen der Vergangenheit oder Kindheit. Und wenn man sie dann im Kino hat, dann nimmt man diese Charaktere und behandelt sie nicht gerade respektvoll. Entweder tötet man sie lieblos oder man schreibt sie so unsympathisch, dass sie nicht wiederzuerkennen sind. Und gleichzeitig probiert man, die so unsympathisch zu schreiben oder so schnell abzufrühstücken, dass wir uns einer neuen Generation von Charakteren irgendwie annehmen sollen und so weiter und diese Charaktere akzeptieren sollen. Ich glaube, das ist eine sehr falsche Strategie. Ich glaube, das ist eine sehr falsche Strategie. Und es gibt auch so viele Beispiele, wie man uns neue Figuren spannend machen kann, ohne dass man aufs Alte einprügelt. Weil ich glaube, niemand mag das Gefühl, ersetzt zu werden. Und jemanden zu ersetzen, ist kein schönes Gefühl. Es ist eher ein schönes Gefühl, etwas dazu zu gewinnen. Beispiele. Ich will nicht sehen,
Das sind ein paar Spoiler der letzten Blockbuster-Jahre. Ist das okay? Ja, klar. Okay. Ich glaube, es ist nicht hilfreich, Terminator Dark Fate uns zu ködern mit Sarah und John in den ersten 2 Minuten zu erschießen. Danach hatte ich schon keinen Bock mehr auf den Film. Ich konnte mit den neuen Charakteren dann auch nichts anfangen. Die waren für mich generell nur Kopien von einer Mischung aus Sarah, Kyle und John waren diese zwei neuen Figuren. Luke Skywalker, ich glaube, ich habe alles über den gesagt, was ich sagen muss. So. Und der Trend geht weiter. Aber es kann ja auch gut sein. Ich finde, bei Creed haben die das wundervoll gemacht. Ich mag Adonis. Ich finde, das ist eine ganz starke, eigenständige Figur. Das wirkt nicht wie die Rocky-Kopie, sondern er hat einen ganz eigenen Arc. Er ist ein ganz eigener, spannender, schöner Charakter. Und Rocky selbst ist im Film und wird würdevoll behandelt. Das macht man auch bei Cobra Kai zurzeit. Das ist wundervoll. Die ganze junge Generation machen alle Spaß. Ich liebe sie alle. Und ich bin froh, dass wir diese neue Generation haben, mit denen man jetzt Karate kämpfen lernt. Aber was man aus Daniel und Johnny macht, ist verdammt spannend. Ist wirklich verdammt spannend. Das waren jetzt wirklich alle Fragen, die ich hier vorbereitet habe. Ich schicke ganz viele Danke an Yves nach Berlin. Danke für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Ich Danke danke für dieses dir. Gespräch. Ich danke dir, wirklich. Super, toll. Jederzeit wieder. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Das kriegen wir sicherlich hin. Dann nach wie vor die Frage an die Zuschauer, wenn ihr irgendetwas zu diesem Gespräch sagen möchtet, kommentieren möchtet, eigene Ansichten habt, haut sie in die Kommentare unter dieses Video. Schaut gerne bei Yves auf den genannten Kanälen vorbei, verlinke ich unter diesem Video und ansonsten, ihr seht ihn regelmäßig in Livestreams und Reviews und sonstigem. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.